Kunden hinterfragen ihre Produkte und Dienstleistungen mehr denn je. Woher kommt es? Wie wurde es produziert und wie klimafreundlich ist es? Wir sollen umweltfreundlicher produzieren, mehr erneuerbare Energie einsetzen. Auf der anderen Seite dürfen wir es aber nicht, weil die Verfahren dauern dann ein paar Jahre. All das sind Dinge, die machen es schwierig. Und dementsprechend müssen wir als oberösterreichische Wirtschaft da wirklich ganz viel Druck auch aufbauen, dass das miteinander funktioniert. Wer sich entscheidet, einen grüneren Weg zu gehen, wird dabei von der Wirtschaftskammer unterstützt. Mit 10 Geboten stellen sie einen Wegweiser für Unternehmen bereit. Da möchten wir einfach die breite Wirtschaft mitnehmen, weil das Tolle ist, obwohl wir so ein energieintensiver Standort sind, sind wir hier wahnsinnig gut aufgestellt. Und unsere Betriebe sind ja zu 98% Familienbetriebe, die haben die Nachhaltigkeit sowieso in der DNA. Klimaschutzmaßnahmen bedeuten einen Mehraufwand. Sie kosten Geld und Zeit. Mit dem Förderprogramm ÖkoPlus soll das erleichtert werden. Mit diesem Programm fördern und unterstützen wir Betriebe konkret in der Entwicklung neuer Verfahren, neuer Herstellungstechnologien oder Prozessverbesserungen, egal ob es um die Verminderung der eingesetzten Energie, um die Wiederverwertung von Materialien etc. geht. Die Unterstützung kommt auch direkt in den eigenen Betrieb. Wo sich Unternehmen einen Berater ins Haus holen können und sagen, wo soll man anfangen? Wie soll so ein Nachhaltigkeitsbericht bei uns ausschauen? Wo soll ich Schwerpunkte setzen bei mir? Oberösterreich setzt bereits auf erneuerbare Energien. Ein Drittel des Energieverbrauchs stammt aus Biomasse, Wasserkraft, Sonne und Wind. Seit 2005 ist die Wirtschaft um etwa ein Drittel gewachsen. Der Energieverbrauch im Vergleich nur um 2%. 1 Milliarde Euro von der Europäischen Investitionsbank soll bis 2030 nachhaltige Investitionen weiter fördern und damit die Wettbewerbsfähigkeit stärken.